Berufsunfähigkeit, Erwerbsunfähigkeit, Arbeitsunfähigkeit, Erwerbsminderung. Und dann auch noch die ganzen Versicherungen dazu. Wer soll denn da bitteschön noch den Überblick behalten? Aber keine Sorge, nach diesem Video wirst du alle eben genannten Punkte verstehen und auch richtig einordnen können. Wir klären dich über die Unterschiede und Gemeinsamkeiten auf und welche Möglichkeiten es gibt, dass du dich dagegen absichern kannst. Welche Absicherung für wen sinnvoll ist, erkläre ich dir dann am Ende des Videos noch, denn dies ist ja dann natürlich mit die wichtigste Frage. Eine Gemeinsamkeit haben all diese Begriffe. Sie werden dann verwendet, wenn man irgendwie nicht mehr arbeiten kann. Aber alle auf eine andere Art und Weise. Berufsunfähig bist du, wenn du nicht mehr in der Lage bist, zum Beispiel aufgrund von Krankheit, mindestens 50% deiner zuletzt ausgeübten Tätigkeit für voraussichtlich 6 Monate oder länger auszuüben. So oder so ähnlich ist Berufsunfähigkeit bei den meisten Berufsunfähigkeitsversicherungen definiert. Solltest du berufsunfähig sein und du hast dich vorher dagegen mit einer Berufsunfähigkeitsversicherung abgesichert, zahlt dir die Berufsunfähigkeitsversicherung dann die sogenannte Berufsunfähigkeitsrente. Arbeitsunfähig waren wir tatsächlich vermutlich alle schon mal. Ob mit Grippe im Bett oder einem gebrochenen Arm im Gips. Arbeitsunfähig ist also die klassische Krankschreibung durch einen Arzt. Hier zahlt der Arbeitgeber dann auch für mindestens 6 Wochen dein Gehalt zu 100% weiter. Wenn du aber länger als 6 Wochen arbeitsunfähig bist, musst du bereits mit Einbußen rechnen und bekommst dann kein Gehalt mehr, sondern Krankengeld von der Krankenkasse. Das Krankengeld beträgt 70% vom Bruttoeinkommen, jedoch höchstens 90% von deinem Nettoeinkommen. Ob du berufsunfähig oder arbeitsunfähig bist, hängt von der Dauer ab. Denn während eine Arbeitsunfähigkeit nur ein vorübergehender Zustand ist, besteht eine Berufsunfähigkeit voraussichtlich dauerhaft. Ob du berufsunfähig bist, wird dann vom Versicherungsunternehmen anhand der medizinischen Unterlagen und einer genauen Tätigkeitsbeschreibung geprüft. Gegen die Arbeitsunfähigkeit kannst du dich übrigens auch über eine entsprechende Klausel in deiner Berufsunfähigkeitsversicherung absichern. Auch ein separates Krankentagegeld, welches dann zum Beispiel bei Arbeitnehmern ab dem 43. Krankheitstag greift, kann sehr sinnvoll sein. Wenn du dir übrigens nicht sicher bist, ob deine bestehende Berufsunfähigkeitsversicherung wirklich gut ist, alle wichtigen Klauseln enthält und auch nicht zu teuer ist, dann kannst du gerne unseren kostenlosen und unverbindlichen BU-Check nutzen. Dann prüfen wir deinen Vertrag auf Herz und Nieren und geben dir ein Votum dazu ab. Den Link dazu findest du wie immer unter dem Video. Erwerbsunfähig dagegen bist du, wenn du nur noch weniger als 3 Stunden pro Tag dem allgemeinen Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen kannst. Dabei ist es egal, ob du noch irgendwo als Pförtner in einem Häuschen sitzen könntest oder als Kassierer im Supermarkt. Deine zuletzt ausgeübte Tätigkeit wird in dem Fall nicht berücksichtigt. Wenn du eine private Erwerbsunfähigkeitsversicherung abgeschlossen hast und nachweislich nur noch weniger als 3 Stunden pro Tag in irgendeinem Beruf arbeiten kannst, zahlt die Erwerbsunfähigkeitsversicherung dir deine vorher vereinbarte Rente aus. Du kannst dir den Unterschied zwischen Berufsunfähigkeit und Erwerbsunfähigkeit wie folgt merken. Bei der Berufsunfähigkeit wird deine zuletzt ausgeübte Tätigkeit berücksichtigt bzw. die Ausübung dieser ist versichert. Bei der Erwerbsunfähigkeitsversicherung wird dagegen deine allgemeine Arbeitskraft berücksichtigt. Hierdurch wird auch deutlich, dass der Eintritt einer Berufsunfähigkeit viel wahrscheinlicher ist als der Eintritt der Erwerbsunfähigkeit, da bei letzterem eben nicht deine letzte berufliche Tätigkeit betrachtet wird, sondern jegliche mögliche berufliche Tätigkeit. Sehr oft erhalte ich Nachrichten, in welchen steht, dass man diese privaten Absicherungen ja eh nicht braucht, da man ja vom Staat Geld bekommt, wenn man nicht mehr arbeiten kann. Gemeint ist hier die Erwerbsminderungsrente. Schauen wir uns die Erwerbsminderung deshalb auch mal etwas genauer an. Sie ist quasi der Cousin der Erwerbsunfähigkeit, mit allerdings 2 großen Unterschied. 2002 hat die Erwerbsminderung den Begriff der Erwerbsunfähigkeit zumindest für die gesetzliche Absicherung abgelöst. Für private Versicherungen gilt weiterhin der Begriff der Erwerbsunfähigkeit. Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht? Bei der Erwerbsminderung wird identisch zur Erwerbsunfähigkeit deine allgemeine Arbeitskraft geprüft. Wenn du also erwerbsgemindert bist, dann ist der Staat für dich da und zahlt dir, sofern alle Voraussetzungen erfüllt sind, dazu gleich mehr, die teilweise oder volle Erwerbsminderungsrente aus. Naja. Also eigentlich. Die Erwerbsminderungsrente, die du vom Staat bekommst, ist quasi wie die Erwerbsunfähigkeitsrente light. Light, weil einfach weniger Zucker drin ist, wobei Zucker in diesem Zusammenhang für Geld steht. Oder würdest du mit 972 Euro im Monat gut über die Runden kommen? Das war 2021 nämlich die durchschnittliche volle Erwerbsminderungsrente von neu zugegangen in Westdeutschland. Die Höhe der gesetzlichen Erwerbsminderungsrente kannst du dir im Vergleich zur privaten Absicherung nicht frei aussuchen, sondern diese richtet sich nach den folgenden
Kriterien. Wie lange du noch arbeiten kannst, wie hoch dein letztes Gehalt war und wie viele Jahre du bereits in die gesetzliche Rentenversicherung eingezahlt hast. Denn die gesetzliche Rentenversicherung ist für die Zahlung der Erwerbsminderungsrente zuständig. Wenn du 3 Stunden oder weniger arbeiten kannst, bekommst du die volle Erwerbsminderungsrente ausgezahlt. Wie viel das in deinem individuellen Fall ist, steht auf deiner Renteninformation, welche du ab dem 27. Lebensjahr jedes Jahr automatisch zugeschickt bekommst. Zwischen 3 und 6 Stunden bekommst du die halbe Erwerbsminderungsrente. Selbst wenn man die Erwerbsminderungsrente bekommt, was aufgrund der vielen Voraussetzungen echt sehr schwierig ist, so reicht diese niemals aus, dein Leben finanziell so weiter fortzuführen wie bisher. Jetzt noch der 2. Unterschied zur privaten Erwerbsunfähigkeitsversicherung. Um die staatliche Erwerbsminderungsrente zu erhalten, müssen die folgenden grundsätzlichen Voraussetzungen erfüllt sein. Du musst mindestens 5 Jahre vor Eintritt der Erwerbsminderung in der deutschen Rentenversicherung versichert gewesen sein, die sogenannte allgemeine Wartezeit, und du musst grundsätzlich in den letzten 5 Jahren vor Eintritt der Erwerbsminderung mindestens 3 Jahre Pflichtbeiträge an die Rentenversicherung gezahlt haben, zum Beispiel während einer versicherten Beschäftigung. Als Selbstständiger, Student oder Auszubildender schaust du hier also meistens in die Röhre und würdest leer ausgehen, wobei es bei zum Beispiel Azubis auch leichtere Voraussetzungen gibt. Die Voraussetzungen für die Rente sind hier schon dann erfüllt, wenn der Berufsstarter in den letzten 2 Jahren vor Eintritt der Erwerbsminderung mindestens 1 Jahr versicherungspflichtig war. Bei einer privaten Absicherung bist du dagegen immer sofort abgesichert, sofern du natürlich auch deine Beiträge pünktlich zahlst. Doch welche Versicherung ist für wen sinnvoll? Grundsätzlich ist für die meisten Menschen, welche auf ihr aktives Arbeitseinkommen angewiesen sind, eine Berufsunfähigkeitsversicherung vermutlich die erste und beste Wahl. Denn auch wenn man nicht die Absicht hat, berufsunfähig zu werden, trifft es laut der Deutschen Aktuarvereinigung im Laufe seines Lebens jeden 4. Deutschen. Eine entsprechende Quelle dazu habe ich dir ebenfalls unter dem Video verlinkt. Zudem ist es deutlich einfacher, Leistungen aus der Berufsunfähigkeitsversicherung zu erhalten, als aus der Erwerbsunfähigkeitsversicherung. Weil, wie bereits erwähnt, der ausgeübte Beruf und nicht die allgemeine Arbeitskraft betrachtet wird. Eine Erwerbsunfähigkeitsversicherung hingegen ist meistens in 2 Fällen sinnvoll. Du hast einen körperlich sehr anstrengenden Beruf, wie zum Beispiel Handwerker, wo dann gute Berufsunfähigkeitsversicherung teilweise mehrere 100 Euro kosten würden im Monat und eine Erwerbsunfähigkeitsversicherung dagegen um einiges günstiger wäre. Oder zweitens, aufgrund von körperlichen oder psychischen Vorerkrankungen kommst du nicht oder nur mit sehr hohen Beitragszuschlägen in eine Berufsunfähigkeitsversicherung rein. Welche Absicherung am besten zu dir passt, kann man einfach nicht pauschal sagen. Dies kann man immer nur innerhalb einer ausführlichen Beratung herausfinden, in welcher dann zum Beispiel auch deine Versicherbarkeit bei verschiedenen Versicherern geprüft wird, um am Ende zu schauen, welcher der Versicherer dir die besten Konditionen bietet. So machen wir das zumindest. Auch hierzu findest du den Link zu unserer kostenlosen Online-Beratung unter dem Video. Nutze diese aber bitte nur, wenn du wirklich selbst keinen Ansprechpartner hast. Eine weitere Form der Arbeitskraftabsicherung ist die Grundfähigkeitenversicherung. Davon haben bisher die wenigsten Menschen etwas gehört und du vielleicht auch noch nicht. Deswegen schaue dir das jetzt verlinkte Video am besten auch noch an.